Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, und ich kam gerade nach Hause, Spaziergang mit Buddy bei diesem wunderschönen Wetter und ja, so ein paar Mitbringsel wieder dabei gehabt, wie hier ein paar Bambusstäbe, ein bisschen einer Ranke und hier rechts neben mir liegt noch viel, viel mehr. Hier habe ich schon einmal vorgearbeitet und ich würde sagen, ich lege einfach los und während des Tuns werde ich euch genau beschreiben, was ich hier so mache, was ich vorhabe. Und ja, ich habe hier zwei verschiedene Kupfergefäße. Ihr könnt schauen, was ihr habt. Und da setze ich mir einfach die Bambusstäbe rein, die ich in verschiedenen Längen eingekürzt habe. Die sind gerade so richtig schön trocken und haben aber noch so ihre leicht grüne Färbung, werden aber schon langsam gelb. Richtig schön goldgelb. Hier habe ich Steckschaum, um A, die Kupferschale ein bisschen schon ja, auszustopfen, auszufüllen. Und zum zweiten oder B, ja, vielmehr dient es auch noch zudem als festeren Stand für meine Kerzen. So, nun schwappelt mir hier alles noch ziemlich hin und her, gleich nicht mehr. Wir füllen das Ganze jetzt auf mit Stroh. Ihr könnt gucken, was ihr nutzen möchtet. Ich fand Stroh jetzt ja, passend zur Herbstzeit richtig, richtig toll. Ihr könnt aber auch Laub sammeln. Würde dieses aber gut durchtrocknen lassen, bevor ich das sonst hier anfängt. Doch. Zu schwitzen, zu riechen und gar zu schimmeln. So. Das Ganze füllen wir richtig schön satt auf. Dieses hier mache ich gerade oder mache ich für morgen, bereite ich vor für morgen. Wir haben eine kleine, richtig schöne Aufführung, eine kleine Gruselaufführung. Wir hatten jetzt Ferienbetreuung. Und ja, morgen ist für die Eltern die Darbietung und da darf an hübscher Deko ja nicht fehlen. Und da passt doch so richtig schön herbstliche Stimmung. Ja, und daher, dass ich mir Bambus ausgesucht habe als Grundmaterial, ich möchte mir die kleinen, glaube ich, eher hier nach vorne holen, na, nicht als Grundmaterial, aber als auch Hingucker ausgewählt habe, ist es so, dass ich mir dazu als Pflanze Ahorn mitgebracht habe. So, das kann jetzt erstmal weg. Damit sind wir fertig. So, ich möchte das ganz kurz beiseite haben. So, jetzt habe ich mir hier an meiner kleinen Schale hier schon so eine schöne Ranke angebracht. Das mache ich hier jetzt natürlich auch. Und da setze ich mir die Ranke einfach hier rein. Da muss man natürlich schauen, in welche Wuchsrichtung die Blätter gehen, wie sie am besten fallen, ob ich es nach rechts rum schwingen lasse oder nach links rum. Da müsst ihr einfach schauen, wie fällt das Blattwerk gut. Wie gefällt euch das? Und jetzt möchte ich mal vielleicht zweimal rum. Und das ist schon ganz schön störrisch. Und das fixieren wir gleich mit einem Stück Draht. So, jetzt sind wir hier aber auch fast schon fertig. Jetzt stört es mich auch nicht, dass hier recht große Blätter dran sind, währenddessen an dem anderen die Blätter ja doch ein bisschen kleiner gewählt sind. Jetzt habe ich hier ein Stück Draht und schnappe ich mir einfach mein Ende und spieße es auf kürze es ein. So. So gefällt mir das ganz gut. Das hat ganz viel Schwung. Das hat Lebendigkeit. Hier hinten werde ich auch noch ein Stück Draht. Also was für Draht nutze ich? Ich habe, ist auch ein bisschen rostig tatsächlich, mir mal ganz viel von diesem Draht besorgt und aber irgendwie nie aufgebraucht. Und ich finde, hier passt das jetzt richtig gut.
Das sind eigentlich so eine Drahtdinger, die man in Wachskerzen unten, also erhitzt und dann in Wachskerzen stechen kann, weil die so schön stabil sind und dann kann man sie in Strohrömer ganz gut reinstecken. So, das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Und jetzt habe ich hier zwei Kerzen stehen. Und zwar sind das LED-Kerzen, die man, also auch mit einem Timer, die man anstellen kann. Und ich stelle diese jetzt mal schon hier hinein. Und jetzt kann man natürlich mit diesen großen Kerzen arbeiten, was mir sehr gut gefällt, weil da passiert jetzt nichts. Also da kann nichts anbrennen, da kann nichts passieren. Wenn ihr aber sagt, nee, so eine Kerze ist so nicht meins, ich mag lieber wirklich ein richtiges Glas und eine richtige Kerze, das könnt ihr auch nehmen. Und da würde ich euch solche Halterungen empfehlen. Die, hier ist so ein Klebefilm, den man dann hier ans Glas klebt und mit Hilfe dieser Beinchen hält das, horcht mal. Hört ihr, ne? Hält das richtig gut im Steckschaum. So, das würde dann so aussehen. Mag ich auch, also ich würde da jetzt vielleicht nicht unbedingt auch eine weiße Kerze wählen, vielleicht auch etwas Farbiges, weil klar, bei einer LED-Kerze oder bei diesen Kerzenarten ist es oft ja, begrenzt farblich und hier kann man sich ja richtig schön austoben. Da könnte man jetzt eine knallgrüne oder auch eine weinrote Kerze, könnte ich mir da drin richtig gut vorstellen. Aber ich möchte ja kein richtiges Glas einsetzen, ich möchte eigentlich hier schon bei diesen bleiben. So, und jetzt habe ich mir aber noch ein paar Sachen mitgebracht, die ich gerne einarbeiten möchte. Viele von euch haben bei mir dieses Silberblatt schon gesehen. Das steche ich einfach seitlich noch mit hinzu. Die Länge ist, denke ich, auch okay. Und das bedarf auch kein zusätzliches Haltematerial. Also das kann man einfach so mit reingeben. Das gleiche mache ich jetzt auch hier. Die sind schon. Achso, was mache ich jetzt gerade? Ich teile die Blätter. Es sind drei Teile. Und das vordere und das hintere Blatt trenne ich gerade ab. Und das mittlere Blatt, das ist das, was dieses richtig schön silbern erscheinen lässt. Aus dem Grund heißt es auch Silberblatt. Und der Samen, der jetzt hier so runterpurzelt, den fange ich natürlich auf und verteile es draußen, auf dass ich auch im nächsten Jahr ganz viel Freude an neuen Silberblättern habe. Hier kürze ich jetzt ein bisschen ein, weil die sind mir sonst zu lang. Und auch hier steche ich sie einfach so hinzu. Und jetzt haben wir noch, habe ich mir noch mitgebracht, richtig, richtig schön. Aus dem Grund kam ich auch drauf, hat so einen leichten asiatischen Touch. Ein paar von diesen Ahornblättern, finde ich, dürfen nicht fehlen. Trenne ich hier unten ein bisschen ab. Und jetzt könnte ich das so reinstecken. Und ich würde spätestens morgen keine Freude mehr dran haben. Insofern mache ich mir meine Ahorn-Sachen jetzt erstmal fertig. Und hier noch mit schönem grünen Ahorn. Und nutze dann eine, ja, wie ein kleines, wie eine kleine Vase. Ein kleines Röhrchen, in dem ich Wasser reingebe und dann habe ich eine kleine Wasserversorgung und habe ein paar Tage länger von diesen. Jetzt kann man diese kleinen Zimtgläschen nehmen, man kann aber auch, hier waren glaube ich so Weinbrandproben drin, da könnt ihr schauen, was ihr so habt, wo man
solche kleinen Reagenzgeröhrchen auch ganz gut herbekommen oder gut bekommen kann in Apotheken. Einfach mal nachfragen. So, und auch dieses einfach hier hinzutun. Achso, das war aber eigentlich das längere Blattwerk und wollte ich ganz gern auch dann in dem größeren. So. Und da kann man das auch einfach wieder, ups, ja, wie ihr seht, wie einfach, da kann man das auch einfach wieder rausziehen, austauschen, hinzustecken, so, schauen, ob das Wasser noch ausreicht. Das ging jetzt echt sehr einfach. So, jetzt habe ich doch aber noch so ein Gläschen. Ja, hier haben wir eins. Und auch hier gebe ich meine Ahornsachen rein. Ich glaube, das erscheint mir hier ein bisschen lang. Bingo, läuft. Versuch Nummer 2. So. Die gibt es auch noch ein bisschen kürzer und kleiner. Da könnt ihr einfach schauen. Das ist hier jetzt wahrlich ein bisschen hoch für dieses Gefäß, wobei es mich jetzt nicht stört, wenn ich ehrlich bin. Also das kann man hier auch durchscheinen lassen. So gefällt es mir schon richtig, richtig gut und ich muss sagen, das hat schon wirklich was vom kleinen asiatischen Stil. Weniger ist manchmal mehr. Ich schaue mal, ich hatte mir eigentlich noch hier, ja, das kann man ja hinzustellen, hinzulegen, ganz wie man mag. Wie gesagt, wir werden das morgen aufstellen, aufbauen für unsere super tolle Aufführung, die wir mit den Kindern jetzt eine Woche lang, nicht mal ganz eine Woche, also die Kinder waren super, super fleißig. Unser kleines Gruselkabinett, was wir einstudiert haben. Leider kann ich euch dieses nicht zukommen lassen, also das ist leider nicht möglich. Aber die Kinder gehen strahlend auf die Bühne und kommen strahlend wieder runter und das sagt, glaube ich, ganz viel aus und so soll es sein. Genau. Und da fehlte halt noch ein ganz bisschen Frisches. Und das sollten wir hier mit gerade. Nee. So lassen wir es. So belassen wir es. Es ist richtig, richtig super geworden, finde ich. Was sagt ihr? Also, ich muss sagen, ich mag es. Vielleicht das ein bisschen flacher, dass die Kerze nicht so hoch raus. Das kann man sich ja ganz nach Geschmack noch so zurechtzupfen, wie man es mag, wie man es anordnen möchte. Aber ich denke mal, so finde ich es richtig gut. Und jetzt seht ihr, es hat wirklich Vorteile mit diesen LED-Lampen. Es gibt ein dezentes, wunderschönes Licht, gerade wenn es nachher abgedunkelt ist und ein bisschen dunkler. Das müsst ihr sehen, wenn das hier durchs Blatt scheint. Das sieht richtig, richtig toll aus. Ja, somit würde ich sagen, wieder mal etwas aus der Natur mitgebracht. Wunderschön angerichtet, würde ein Koch jetzt sagen. Wunderschön was draus gemacht. Und ja, wenn es euch gefällt, auf, ab, raus. Genießt die Sonne, genießt das Wetter und bringt euch tolle Sachen mit und macht euch was Tolles für euren Tisch, für eure Stube oder für eure Freunde. Und ja, ganz viel Spaß beim Nacharbeiten, ganz viel Freude daran. Und ja, ich bin schon ganz aufgeregt mit morgen. Einen kleinen Tipp kann ich geben. Ich bin eine Vogelscheuche. Ja, im Zuge dessen ganz, ganz viel Freude. Ein wunderschönes Wochenende euch. Und steht ja bevor. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald ganz einfach wieder. Und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.